Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Langsam zahlt sich so wenig das Gebäude, deswegen habe ich mir Hilfe geholt von Testy, sprich Wackinger. Und auch Mutbrecht darf mitbauen, wer will darf natürlich auch. Aber die helfen mir zwar, der Wackinger verstärkt gerade das Gebäude da unten. Zwecks Verstärkung. Und ich switche jetzt wieder in Discord zu denen. Ich habe das jetzt nur mal für die Ankündigung weggemacht und jetzt da hört sich gleich drei Leute. Das sind alle zahmt nette Leute von jo Empire Sven, Marvo 59 und der Wackinger. Hallo? Hallo. So, Aufnahme läuft, ihr seid drin, ich habe euch angekündigt, ihr seid da und ja, passt. So, sind alle still. Nee, also, passt soweit. Also, Leute, ich habe das jetzt, wie gesagt, der Testy baut da unten mit, der Wackinger, der verstärkt da ein wenig. Und wir bauen jetzt das Dach da drauf. Ich hoffe halt, dass das halbwegs was wird jetzt. So, falls das irgendwie, jetzt an den Discord jetzt, ja, falls das irgendwie mit dem Reden von mir, mit dem Mikro und allem, das mache ich eh nicht die ganze Zeit, das war nur jetzt, der Geist. Also, wenn das stört, sagt es, dann switch ich Channel. Gut. So, jetzt werden wir mal bauen da. Das heißt, wir bauen jetzt. Ich habe mir überlegt, wir werden da hinten Eisengitter hinbauen. Dazu brauche ich Kupfer. Das habe ich mal rankart. Das Problem ist, ich sehe schon wieder nichts da herum. Es ist wieder so finster. So, und während wir das nämlich aufbauen, da kann man nebenbei auch mit Leuten quatschen. Das ist alles kein Problem. Wir müssen nur schauen, wir werden jetzt hier die Steher an die Ecken machen. Ja, das wird schon passen so. So, ich möchte nämlich da dazwischen die Gitter machen, weil die Gitter schauen nämlich total super aus, wenn die beleuchtet, die spiegeln so schön. Also, wie gesagt, Wackinger ist jetzt eh gerade am rumbasteln. Muss das mal schauen, ich bin viel zu schwer. Ich hoffe jetzt wirklich halt, dass wir jetzt bald das fertig kriegen, weil fertig, also. Weiterkommen, weil es sind wirklich schon einige Parts jetzt und das ist ja nicht so das Problem, aber ich hätte halt gern mal. Aber ich hätte halt gerne mal jetzt irgendwann das soweit fertig, dass wir da mal die Einrichtung machen können, das ist sicher. Aber seht ihr jetzt, Leute, ich hab's gesagt, jetzt sind's alle ruhig. Sagt keiner mehr was. Jetzt sind's alle Schmähstart. So, ich werde das hier mal so mit die einzelnen Stier hochbauen. Was brauche ich jetzt? Tar habe ich. Holz. Ich möchte das nämlich dazwischen mit Gitter machen. Vorne rundum machen wir Kristall. Das wird sicher auch recht lustig. Genau. Falscher Helm. Muss da was sehen? Ja, genau. So. Das machen wir jetzt in die andere Richtung rüber auch. Jetzt sagt wirklich keiner, was das sind Säcke. Wirklich. Also sowas. Leute, wenn ihr das Video anschaut, dann ist es Zecke. Keiner sagt was jetzt. So, bin wieder zurück. Okay. Ah, hey. Ah. Ich mach gerade Steher am Dach rum. Ja. Aus hinten rundum mal so Steher. Geht schlecht. Jetzt ist wieder dieses Ding nicht da. Und ich meine, perfekt stehen tun's nicht irgendwie, aber. Das schaffst du schon. Na, das lasse ich. Die snappt man an der Ecke, aber so ziemlich ein bisschen überstehend nach hinten raus. Das gefällt mir jetzt nicht perfekt, aber ich will jetzt nicht mit Alt immer extra da so einen Ticken reinsetzen. Das schaue ich mir nachher an. Kann man nachher auch noch verschieben. Das ist nicht so traurig, ja. So, was geht's jetzt weiter? Bei dir beim Verstärken funktioniert alles? Ja. Das gut. Läuft gut. Du wirst dich wundern, wie stabil man das so machen kann. Ich werd dir einen Wert. Ja, wenn es extrem stabil wird, dann bauen wir da heroben. Noch eine Etage. Bauen wir da.
Dann bauen wir auf die mitten, reißen wir ein Loch mittig ins Dach rein und bauen einen Aussichtsturm rauf, so hoch wir kommen. Mittig rauf mit Wendeltreppe. Und oben ein Licht hin. Oben drauf ein Feuerzwecksignalding genau. Für die Schiffe. Ich muss kurz zu dir runter. Ich brauch. Ich habe nämlich die Mats nicht für, für so eine zweite. Wie heißt es? Schwarzschmiede. Und das kann ich da oben nicht weiterbauen mit den Gitter. Ja, genau. Weißt du, was ich gern hätte? Den vom Licht her, da habe ich mir die ganze Zeit überlegt, wie machen wir Licht da drin, ja? Obwohl ist das am schönsten, diese Feuerpfannen, die von der Decke hängen, die finde ich saugeil. Die können wir ruhig dann ein paar aufhängen irgendwo. Die finde ich wild. Ja. Nein, die sind so schön. Vor allem, sie nehmen da jetzt Platz am Boden, nichts weg. Die finde ich wirklich gut. Ah, hab ich doch gern. Das ist jetzt aber nicht wahr. Geh, Alter. Weißt du, was ich gerade für ein Problem gehabt habe? Mir ist die Ausdauer ausgegangen beim Bauen. Oh, dann hast du ziemlich schnell gebaut oder wenig Ausdauer gehabt? Überladen, ne? Ach, und, das, ja, dann regeneriert es sich ja nicht. Ja, genau, und jetzt habe ich aber das Problem gehabt, dass ich genau. Ich baue, auf einmal ist sie leer. Ich stehe da, kann mich ja nicht mal mehr drehen und stehe natürlich genau so. 1,5 Steine von der Kante weg und hab mein Eisen rauswerfen müssen und das ist alles über die Kante runtergefallen. Jetzt hätte ich extra runtergehen können, das wiederholen. Oder kann man den Charakter mit 0 Ausdauer irgendwie drehen? Weil ich habe das noch nie hingebracht, das geht nicht, oder? Nee. Aber was ich immer bei habe, sind diese Ausdauertränke, mittlere Ausdauermet. Und dann kannst du trinken und dann pumpt er dir die Liste wieder halb voll und dann kannst du zumindest nochmal agieren. Auch überladen? Auch überladen kannst du. Ah, das wusste ich. Pass auf, komm mal her. Warte mal, bleib mal stehen. Ich komme. Ich habe ihren mit. Ach, hast du mit, ja? Einen Ausdauermeter mittleren habe ich mit, den wollte ich loswerden. Jetzt habe ich den mitgenommen. Nee, den kannst du dann nehmen und dann füllt er die Liste wieder auf. Die Leiste wieder auf. Ja, das ist natürlich recht praktisch. Ich habe die immer dabei, auch wenn man so ins Wasser springt und dann mit mal am Ertrinken ist, dann kann man den nehmen und dann ist man nicht mehr am Ertrinken. Ja, ich habe mir nicht gedacht, dass das. Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass das irgendwie. Dass das geht, wenn man überladen ist. Kannst du noch eine Sekunde mit deinen Balken warten hier? Weil ich würde dir bessere Fixpunkte geben, dann wird es besser mit dem Dach. Oh, warte, ich muss hier kurz. Ja, ich kann warten kurz, warte. Alter. So, ich habe kurz unterbrechen müssen, weil. Ja, musste kurz unterbrechen. Mir ist nämlich jetzt das Eisen ausgegangen, Wicket. Du warst gerade nicht da, ne? Konnte ich nicht fragen, ob du welche Tier hast. So, also ich bin jetzt wieder da, Leute. War kurz das Telefon unterbrechen wieder so. Jetzt geht's wieder. So, weiter geht's. Ich weiß nicht. So, Ihr wart jetzt wieder da, ne? Ja, bin hier. Ich hab nur kurz jetzt was im OBS umstellen müssen. Was ja, na, Eisen da unten, wo die Zwiebeln wachsen, da habe ich alles mal rankart, was ich so braucht habe. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da noch Eisen drin ist. So, das muss darauf. So, was wolltest du mit meinen Balken da herum? Wie, was? Wagginger. So, jetzt haben wir das da voll machen. Mach, was brauchst du da hinten, Schönes? Ja, ich fange jetzt mit der Arena an. Ah, das war das. Ach, mir macht ja dieses Konstruktive auch Spaß. Da? Sag, mir macht ja dieses Konstruktive auch Spaß. Ja, ich finde halt, keine Ahnung, so ein Häuschen baut jeder irgendwie. Ich finde, muss man irgendwie was anderes bauen. So. Ich weiß nicht, was,
Machst du das doch gerade mit dem Turm? Mit dem Turm? Nee, das war ich nicht, das war Zeto. Deswegen, ich finde mal so ein bisschen außergewöhnliche Sachen, finde ich geil. Hast du da bei mir am Haus mal geguckt, weil ich vorhin gebaut habe? Nee, noch nicht. Kunst, das muss ja mal gucken hier, das ist richtig Kunst am Bau. Kennst ja mein Haus, ne? Ja, ja. Da vorhin zusammen angeguckt. Genau. Hm. Wie mache ich mit dem Dwergergitter einen Abschluss, wenn ich eineinhalb Steine habe? Gar nicht, ne? Ah, trickst du was hin? Scheiße. So. Irgendwie ist die Musik auch, finde ich, immer so entspannend einladend teilweise. Ich so. Das muss ich immer. Es passiert mir auch in den Aufnahmen oft. Wer sucht, wird finden. So. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt hören wir dich. Achso, weil irgendwie habe ich mein Mikrofon eigentlich eh unten gehabt, aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass das gemutet war. Ganz was Neues. Eigenartig irgendwie. Ja, das Headset wird auch schon alt. Vielleicht gefallen wir jetzt bald nicht mehr. Kann ich mal eine Schmiede von dir da unten hochholen? Weil mir fehlt du hier oben. Du kannst alles, was unten steht, temporär auf jeden Fall raufholen, zwecks. Bauen. Ja, dann wissen wir wenigstens, wo was steht. Ich zahle ja auch die ganze Zeit die Dunkleisenschmiede jetzt schon hin und her. Immer weil ich eben. Ja, die Hunde muss ich auch immer rumzahlen, die hole ich mir jetzt auch rauf. Was? Er ist auf Karma kurz. Achso. Und ich hol mir das rauf. Schön. What the fuck? Wo ist das alles? So. Ach, das ist das Problem, okay. Das ist natürlich schlecht. Ja, ich muss dann mal kurz teleporten, mir den Ding holen, den Ausgeruht-Buff. Ich hab nämlich gar keinen. Das ist dann ein bisschen zach immer mit der Ausdauer. Da gehst du einfach bei mir ins Haus oder so? Ja, normal porte ich immer rüber zu dem Portal-Hub, weil da ist ja plus 16 oder so. Was ist bei dir drin? Auch? Bin ich jetzt nicht sicher. Müsste ich glatt lügen. Weil ich denke mal, wenn ich in das Clubhaus gehe, sehe ich gleich einen Teleporter unten im Keller drin und porte ich hin, setze mich in den Pool rein und fertig. Das habt ihr total leibhaft gemacht, weil da kommt man schnell hin. Pool, fertig. So, jetzt bin ich gerade leer. Wie ist das denn mit dem Pool? Kriegt man da mehr? Das habe ich bis jetzt nie so ganz also gerafft. Wenn du drin sitzt, nein. Weil ich habe nicht gesehen, weil man wird ja nass. Genau, er muss einfach. Das ist eher kontra, ne? Er muss einfach nur an sein. Und er muss in der Nähe, also zu allem anderen stehen, zu den Teppichen, Banner, Teppich, Bett und so weiter. Dann muss er auch sein? Ich habe mir gedacht, das reicht, wenn man aufbaut. Nein, er muss an sein. Achso. Er muss beheizt sein. Sonst ist sofort der Buff wieder verschwunden. Ja, hier ist natürlich jetzt doof. Was kriegt man denn für einen Buff? Ne, den ausgeruht halt. Da kriegt man diese Ausgeruhtzeit, verlängert sich immer um 2 Minuten bei jedem Punkt. Ja, da, klar, das weiß ich, aber wie viel bringt einem dieser Pool dann? Zwei Punkte. Ich sitze jetzt gerade drin, plus 16 hat er. Also 16 ist der Gemütlichkeit. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, bei mir auf dem Server habe ich 19. Das war aber vor dem Buff, oder ist das noch immer, immer so? Weil jetzt gerade aktuell. Kannst du mir selber nicht erklären. Das haben sie runtergekommen. Kannst du mir selber nicht erklären. Maibaum, alles mögliche. Da, jetzt hast du 16 bei dem da. Maibaum habe ich auch, ja.
Ja, aber da meine ich jetzt beim Pool hier. Da ist jetzt ja kein Maibaum. Und kein Tannenbaum. Und kein Tannenbaum. Sind wir schon bei 18. Genau. Wenn, ach, wenn das geht. Ja, genau, ja, genau. Was ist jetzt hin? Irgendwas war da kaputt, ist da kaputt gewesen ein bisschen, gell? Aber nicht viel. Ich war, bin da hingegangen, habe mich im Pool gesetzt, bin wieder weggegangen und habe auf einmal 2 Gold in der Tasche, weil ich nicht teleporten hab können. Also irgendwo ist da Gold rumgegangen. So, dale. Und wir marschieren raus. Kannst du wieder das Tor nicht zumachen? Aber jetzt muss man ehrlich sagen, dafür, dass jetzt schon wirklich große Gebäude und viele Gebäude da sind, läuft der Server jetzt eigentlich gut, gell? Geht's immer noch, ja. Am Anfang mit dem Crossplay hat er so rumgespackt. Aber hat das sogar mal Gott sei Dank einen Tipp gegeben. Oder das abdreht. Und jetzt geht er eigentlich, jetzt tut er. Jetzt macht er, was er soll. Naja, am Anfang, weißt du, wo ich nicht gewusst habe, dass es Crossplayer schuld ist dran, ja. Damit das so stockt und ruckt, habe ich mir gedacht, na servus, wenn der nachher nach 3 Tagen schon so stockt, wie schaut denn das in einem Monat aus, ne? So, Brigitte, guck mal. Ich. Das Problem ist, dass ich jetzt in die Verstärkung hochgezogen habe. Du siehst immer hier die Pfosten. Moment. Ich bin gerade überladen und ich spann mal raus. Ach so. Geht schon. So, guck mal, der Pfosten, der hier rausguckt aus dem Boden, siehst du den? Da steht es jetzt drauf. Den gehen da, ja, hier. Ja. Und hier wieder ein. Die gehen runter bis zum Fußboden. Ja, aber den sieht man ja im unteren Stockwerk, oder? Ja, der ist an der Wand dran. Aber da die Wand, da du hier über die Wand drüber weggebaut hast und hier keine Wand machen willst, ist er jetzt um eine Steinbreite weiter drin. Verstehst du, was ich meine? Ach so, der ist, ich wollte gerade sagen, der ist, ich habe das geschaut durch die Decke, aber da drunter ist die Wand, ja, okay. Genau, und deswegen wollte ich eigentlich die Verstärkung außen hochziehen, nicht innen. Weil dann wäre ich nämlich genau auf deine Pfosten hier gekommen und dann hast du genau die Verstärkung hier. Ja, wäre wurscht, oder? Naja, halt gut. So. Zumindest hast du, guck mal, wenn du jetzt hier zum Beispiel ihn aufsetzt. Schau mal hier. Und jetzt nehme ich hier einfach mal. Ist so real. Hier einen Balken und setz den hier an. So, jetzt kannst du mal nachgucken, der Balken, was der für eine Farbe hat. Ja, blau. Siehst du? Ja, aber nicht lange mehr. Doch, der bleibt blau. Achso, ja, weil alles, was an Eisen ist. Aber das Eisen selbst ist jetzt grün geworden. Das Eisen ist nicht mehr blau. Das Eisen wird jetzt langsam verfärbt. Das Eisen kann ja nicht mehr grün sein in der Höhe. Der unterste. Ja, ich wollte sagen, das wird jetzt langsam ein bisschen. Genau. Dunkler. Der wird dann immer heller. Umso höher du kommst. Ja, das meine ich ja. Irgendwann ist dann Schluss mit Höhe. Ne? Aber alles, was du am Eisen ransetzt, bleibt blau. Passt. Optimal. Na so, was wolltest du außen? Wolltest du die Verstärkung hochziehen? Ich wollte die Verstärkung außen hochziehen, dann könntest du nämlich auf den verstärkten Pfosten gleich dein Dach setzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann hast du praktisch ein richtig stabiles Dach. Da kannst du praktisch ein freischwebendes Dach nach vorne machen. Da bräuchtest du auf der Innenseite ja keine Pfosten ziehen, ob du da, wenn du mit ein bisschen mit Eisen verstärkst. Sicher, dass es geht. Ich habe das im Offline-Ding probiert. Ich glaube, das ist nicht gegangen mehr. Also freischwebend bis vorne kommst fast jetzt auch schon noch, aber ich glaube, bitte geht's dann immer weiter. Ja, gut, okay. Ich habe ja keine Verbindung bis zum Boden runter gehabt mit den Eisendinger, ja. Genau. Ja, musst du überlegen, was du möchtest. Weil diese Pfosten, die du hier außen hinstellst, die stehen sowieso zur Hälfte in der Luft, siehst du das? Ja, das weiß ich, weil es da snappen. Ich habe ja vorher gesagt, ich will die nicht extra jetzt da reinzahnen mit Nee, nee, halt. Wenn du Balken jetzt von unten bis hoch hättest, dann würde der nicht in der Luft stehen, weil der steht ja auf dem Balken. Da musst du wissen, das ist dein Bau. Ich mach nur, was du möchtest. Cool. In der Prinzipiell kann man es schon machen, kann man schon außen noch verstärken, das geht schon. Weil so kann ich das ja auch reinstellen. Kann ja auch einfach hergehen, da schon so. Nur ist halt, es ist nicht mehr halb drüber, aber stabiler ist halt nicht, ne? Na genau. Weil eben stabiler, das Ding fehlt. Stabiler, ne? Ist nicht. Also ich würde dann schon am Snap-Punkt bleiben, weil du dann natürlich die ganze Systematik auch vom Dach durcheinander bringst. Später. Dann setzt sich die Dachfelder. Ja, dann mach das jetzt.
bin dabei. Du kannst jetzt dann zieh außen den Eisen hoch, von unten bis rauf. Das geht ja dann nicht genau, wenn ich am Snap-Point bin, da in diese Dunkelholzträger rein, ne? Ja, na klar. Ja, dann zieh hoch einmal, so ein Ding, wenn du magst, wenn du Lust hast. Mhm. Weil das stört mich nicht, dann ist. Und wenn außen die Eisen sichtbar sind, ist es mir auch egal. Oder verzieren wir es dann irgendwie schön. Keine Ahnung. Kannst ja auch Dunkelholz drauf machen. Ja, eh. Na, aber trotzdem, man hat halt nicht mehr diese massive Kolosseumsoptik, weil das Holz da ist. Aber man kann ja auch diese runden Säulen so helfen, da draufstellen, dann ja, im Endeffekt und drauf lassen. Da ransetzen. Genau, dass so halb wie so ein Düppel rausschauen. Ja, das kann man auch machen. Ja gut, dann. Das heißt, ich kann aber eigentlich weiterbauen, weil selbst wenn du das dann wegreißt, weil meine Eisen da, die stehen eh von alleine dann, wenn du meinen oben immer einmal wegreißt, ne? Ja. Weil die Eisen stehen ja eh allein, wenn du wegreißt und dann mit Eisen weiterbaust und dann den Dunkelholz wieder drüber. Das geht ja eh, ne? Ja, das ja. Passt dann schon. Ja, dann baue ich mal weiter, weil ich sehe so einen Aufwand, der Part. Es ist ja so, dass beim Bauen vergeht ja die Zeit sowas von dermaßen schnell. Und da kannst du ja wirklich. Ja. Ich meine, wem sage ich das? Du baust ja. Viel, du weißt, wie schnell das geht. Hoppala. Ich jetzt da stehen und guckst auf Uhr, 2-3 Stunden wieder weg. Ja, voll. Das ist immer so bei mir. Dass ich denke mal, machst. Deswegen habe ich ja die Parts. Zwecks Entstehung dieses Gebäudes hier, wollte ich ja unbedingt aufnehmen, wie das entsteht und was wo ist und was ich mir denke, etc., was wir vorher geredet haben. Und deswegen habe ich sie auch dann stockwerkweise gemacht und immer bei der Minute 40 dann kurz gesagt, ich unterbreche jetzt kurz, baue das fertig, weil das halbe Stockwerk war fertig, ne? Und dann gesagt, ich mache genau das gleiche auf der anderen Seite wie da jetzt auch. Und dann habe ich unterbrochen und nachher nur hergezeigt, wie es fertig ist, ja? Weil das Bauen alleine hätte so viel Zeit, nimmt das immer weg, das sind die Parts 2 Stunden lang pro Stockwerk, mindestens. Das geht nicht. Geht schon, aber interessiert kann sich das anzuschauen, glaube ich. Es steht ein Vogel in der Luft. Fuck. Aber irgendwie ist es schon nervend, dass man die... Wie was? Dass man die Nacht immer so beschissen nur skippen kann. Ja. Ich habe mir schon gehofft, weil eigentlich sind wir ja blöd. Also ich in dem Fall jetzt, weil ich jetzt gerade meine Hütte baue. Weil eigentlich haben sie angekündigt, dass jetzt bald was das Bauen verbessert wird. Bald. Die haben ja in den, auf Discord und auf Twitter übrigens geschrieben, dass der nächste Patch im Anmarsch ist. Der dauert nicht mit Ashlands ein Jahr wieder, sondern so ein Baupatch im Anmarsch ist, wo eben die Gegenstände viel mehr Snap-Points haben sollen. Na, Snap-Points und auch rotierbar anders, ne? Ja, und wir bauen jetzt eigentlich gerade. Wer weiß, jetzt kommt dann wahrscheinlich, wir sind fertig, dann kommt der Patch und hätten wir vieles besser bauen können vielleicht, ne? Aber guck mal, meine Burg, die ich da gebaut hatte. Ja, dann ist es so. Aber die baue ich da deswegen jetzt nicht nochmal neu. Dann kann man ja neue Gebäude bauen. Ja, ist klar. Da hast du recht. So wie es ist, so ist es halt, ne? Ich werde dann eh, glaube ich, das nächste, was ich baue, ist ein bisschen so minimalistischer vielleicht. Dann werde ich eher so schauen, jetzt mal voll fett. Und dann vielleicht wirklich so mal, so wie irgendwer hat mir das letztens erzählt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich. Mit dem. Dass ja, ich mich mit Sigamore darüber unterhalten habe, so minimalistisch wie möglich. Achso, der Typ, der auf klar war, der was eben YouTube-Videos für Leute von wem gesehen hat, der was auf kleinstem genau. Raum alles unterbracht hat irgendwie oder so. Genau. Ja, sowas ist schon cool. Das kombiniert mit unterirdisch ein bisschen oder so, dass oben vielleicht überhaupt nur eine Hütte steht. Und brauchst dann eine Seifenblase und drückst da alles rein. Ja, genau. Das wäre doch gut geil, wenn du eine Hütte hast mit der Falltür im Boden. Die Hütte ist nur ganz klein, so weiß nicht, so 3x3. Da steht nur ein Tisch drin und ein Feuer und durch die Falltüre im Boden oder so kommst du irgendwie dann, weiß nicht, unterirdisch 2 Stockwerke tief. Das ist schon cool, sowas. Wo dann alles so runter ist. Ja. Oder wieder so ein fettes Baumhaus mal bauen. Aber da haben wir, Baumhaus haben wir schon. Wie wir vorher geredet haben, ich wollte da auch irgendwas bauen, was in eine viereckige Hütte habe ich bis jetzt immer gebaut. Kann jeder. Ich wollte da mal irgendwas bauen, was ein bisschen anders ausschaut. Ja, genau. Daher ist das jetzt ein riesiger Halbmond geworden, weil ich bis jetzt keinen Halbmond gesehen habe auf unserem Server. Passt schon. Ja, ich glaube es. Was war das jetzt? Achso. Ja, ich glaube es läuft schon halbwegs. Ich glaube, das wird schon hübsch. Du hörst mich bauen, ja?
Nein, ich habe da, das ist verzögert gewesen. Ich habe diese komische Hütte, diese komische Werkbank abgerissen und die ist zerfallen ohne Geräusch. Und ich habe mir gedacht, ja, passiert manchmal, weil so grob wegen die Bauten, das ist gar kein Geräusch. Und wie ich dann weggehe, macht es auf einmal. Und ich denke mir, Alter, was war das? Dabei ist das von der Werkbank noch daherkommen. Da fehlen ja noch so Ding. Und hast du die weggerissen gerade? Was fehlt dir? Fehlen mir zwei Holzsteher. Aber das, ja, da hatte ich was weggenommen. Weil ich gucken wollte, wo die rauskommen, aber das war falsch. Ja, passt schon. Ich stelle, die müssen sowieso nochmal verstärken, das werde ich stelle jetzt nur die Eisengitter mal auf. Ja, die verstärke ich dir gleich. Ich hätte im Endeffekt. Nein, das weiß ich nicht, das wollte ich ja sagen, ich stelle die Eisengitter trotzdem bei der Weile hin, weil das ist ja wurscht. Das passt schon. Ich habe ja schon die Hoffnung gehabt, bis die Patch jetzt angekündigt haben mit dem Bauen. Ich habe gedacht, vielleicht, aber nur vielleicht. Machen sie es ja, weil sie gesagt haben, mehr Einstellungsmöglichkeiten, haben sie gesagt, soll das Spiel haben für die Easy, Hardcore und was weiß ich, was alles. Ich habe gedacht, vielleicht schreiben sie jetzt eine Zeile später mehr Einstellungsmöglichkeiten auf die gemieteten Server, auf dedicated Server. So wie in ARK, einfach nur eine Textdatei, wo du die Wales ändern kannst für die diversen Gegenstände. Leider nicht. Ich weiß nicht, warum sie das nicht wollen. Sie machen es leichter für die Crossout-Spieler leicht, für Hardcore schwer, für normale lassen normal, aber dass irgendwer einen Knopf für den Creative Mode einbaut, nö, das brauchen wir nicht. Da müssen alle umloggen und alles spawnen. Ja, eh. Das ist aber gemein. Ne, vor allem, weil die Leute machen es ja eh trotzdem. Sie sind nur umständlich, mehr ist ja nicht. Ja. Und das finde ich so fies, weil selbst kleine Indie-Games à la, wie heißt Hydroneer, hat einen Creative-Mode. Hagel ran und du kannst einfach alles kaufen gratis praktisch. Es geht so in so vielen Spielen und Valheim da, wo so super wäre. Mit Debug-Mode bauen, einfach nur ohne Ressourcen, kling, 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 einfach nur von dich hinbauen. Das wäre so super und das gerade da geht's nicht. Heißt Wackinger. Was ist denn? Hast du eigentlich einen relativ guten PC oder eher so ist halt da, weil er da ich ist? Ich habe einen guten PC. Okay. Hat mich nur interessiert. Grafikkarte 1080. Also auch schon ein paar Generationen. Titanium, ja, am Buckel, aber es wurscht, läuft ja, ne? Ja. Passt. Bin nämlich gerade am überlegen, weil, wie gesagt, wäre Icarus wirklich gut, aber Icarus ist ein Hardwarefresser gewesen. Damals bis zum geht nicht mehr. Also da brauchst du ein bisschen grundlegend was vom PC, damit das nicht komplett scheiße oder ruckig ist. Aber ich habe jetzt noch ein paar Schmieden hierher gebaut, weil jedes Mal mache ich unten eine Wanderschmiede, wenn ich da weitergehe, weißt du? Was hast du? Ich habe ein paar Schmieden hier oben her, wo so, ja. Stehen, weil ich habe jedes Mal da eine Wanderschmiede. Ja, du. Hast du Eisen hierbei? Ich glaube nicht. Nur mit das, was da hier oben war in die Kisten. Da liegt 7 Ling da drin. Ah ja, das ist. Okay, kannst du ruhig in die Kisten da überall reinschauen. Die Kisten sind Montagekisten. Die habe ich nur hergeholt alle. Auch die unteren, die Dunkeleisenkisten. Das ist alles nur Kohlzwecks. Ah, da ist Eisen, da ist viel Eisen drin. Wo? Oh. Habe ich alles nur Kohlzwecks bauen. Du kannst richtig verbauen, alles. Wo ist viel Eisen drin? Hier, wo ich stehe. Ja. Ich bin auf der anderen Seite von deiner Mauer, hier, wo ich stehe. Hier, da. Hallo. Ah, ich komme schon. Ah, zweite Kiste, da habe ich Eisen her. Zweite Kiste hinter dir. Ah, ja. Das ist, die Dunkeleisenkisten, Dunkeleisen, das ist ja scheiße Warcraft. Diese Schwarzmetall-Kisten sind, wie gesagt, alle nur reine Konstruktions- und Materialskisten. Das ist alles, was da drin ist, kannst du verwenden zum Bauen. Also, das ist kein Dreieck. Alles gut. Ah, schaut das cool aus, irgendwie mit den Dunkeleisenholz. Ich hab ja, wie gesagt, sehr lange mal Herr der Ringe gespielt. Ja. Und da war mal so, im Chat hat einer geschrieben, ich meine, das ist ein Riesen, jeder kennt Herr der Ringe. Und da war ja auch PvP-Bereich, da schreibt einer hin, drei Friebs im Wald.
Da haben alle bei uns im TS lauterfalls angefangen zu lachen. In wat für ein Wald, an wat für ein Baum? Drei Friebs im Wald. Wald. Weil dann ging immer die Yacht los, wenn dann mal Leute da waren. Ich kenne das Spiel jetzt nicht. Ja, ich mein, kenn Herr der Ringe, aber ich kenne jetzt das Spiel. Rollenspiel, ist so ein Rollenspiel. Ja, Herr der Ringe aber Online, ne? Genau, genau. Ja, na, das habe ich nie gespielt. Ich sehr lange. Nein, mir ist das Franchise, oder wie man das auf Englisch, auf Französisch, glaube ich, auch immer spricht. Das Herr der Ringe liegt mir nicht so. Nicht, weil es schlecht ist, sondern das hat mich einfach nie so. Ich habe auch die Filme zwar gesehen, aber das hat mich halt, ich kann mich nicht mehr erinnern dran mehr, was genau da passiert ist. Also, das hat mich nie so gefesselt, irgendwie, das Ganze. Da war Warcraft eher so meins, von den Strategiespielen früher her an bis in. Ich habe Warcraft 1, 2, 3 schon gespielt, früher, wie es rausgekommen sind. Diablo 1 habe ich gespielt als Kind. Und mit dem bin ich groß geworden. Warcraft sagt mir da mehr, deswegen ist World of Warcraft dann mein MMO des Vertrauens geworden. Aber Herr der Ringe hat mich da eigentlich nie so. Da habe ich nie gewusst genau, was ich damit anfangen soll, lore-technisch. Da mich nie auskennt. Außer dass irgendein kleiner Typ mit Ringe rumrennt und. Wollte ich gerade sagen, das ist, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Waren ein paar kleine Typen, die mit dem Ring rumgerannt sind. Ja, und der eine irgendwie so mit einem Buckel. Also der Gollum oder was war das? Ja, genau. Das? Gollum. Und der andere, der Frodo, war halt auch so ein. Ich weiß nicht, irgendwie, der hat mir in den Filmen irgendwie immer so ängstlich gewirkt, irgendwie. Das ist eigentlich der Hauptdarsteller, war irgendwie so ein ängstlicher Typ oder so, der eigentlich eh nicht gewusst hat, was er eigentlich tun will, so Held wider Willen mäßig irgendwie oder so. Hm. Weiß nicht, irgendwie ist er mal. Irgendwie, der Gandalf war cool, der war mal lauernd. Der hat mir gefallen. Also wie gesagt, ich konsumiere so ziemlich alles, was in Science Fiction, Fantasy und so weiter geht. Ja, das mache ich auch, aber das Herr der Ringe ist einfach, das liegt mir nicht so. Das hat mich alles nicht so dingselt. Was habe ich noch für. Ist ja auch Geschmackssache, alles gut. Hm? Ist ja auch Geschmackssache. Ja. Na, ich weiß aber auch nicht warum, bei Herr der Ringe war ich cool immer. Also die Filme inszeniert waren es gut und alles, aber irgendwie hat mir das halt nie so packt. Keine Ahnung, das war nicht so. Warum weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Ich könnte zwar nicht sagen, was schlecht ist an dem. Also es gefällt. Es ist eigentlich eh alles gut gemacht und die Lore ist auch okay. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, wie sagst du, ist Geschmackssache, das liegt mir aus irgendeinem Grund nicht. So Leute, hell wird's. Gott sei Dank. Ja. Das Wirtshaus ruft. Ich meine, das Bauen. Nein. Scheiß Wirt. Nein. Also ich glaube, das schaut aber jetzt also mal so gar nicht so schlecht aus. Was mir nicht gefällt an die Gitter der Wackinger, die spiegeln das Licht so geil. Wenn du jetzt Fackeln hinhängst. Ne? Ja, genau. Ja. Wenn du jetzt Fackeln hinhängst, das ist. Oder nur den Sonnenaufgang. Und da hoffe ich halt dann doch auf ein schönes Farbenspiel irgendwie. Bei Glas zum Beispiel finde ich es nicht so schön, weil das gibt dann nur eine gespiegelte Fläche. Ja, korrekt. Ich kann dir mal zeigen, was ich vorgehabt habe ursprünglich jetzt da. Da muss ich aber zuerst was holen. Ich bin so dankbar für diesen Flugumhang. Wirklich. Kannst du dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin über den. Was mich immer beim Bauen runtergehauen hat vor einem Jahr noch, vor zwei Monaten noch. Was mich dann mal runtergeschmissen hat beim Hochbauen. Das war ja. Ja, vor allen Dingen immer gleich. Dann hast du vergessen, durch das Bauen zu essen. Ja. Und dann bist du runtergefallen und dann hast du mit dir. Tot. Was ist hier gerade passiert? Wurde ich angegriffen? Ja, genau. Du hast voll vergessen drauf, dass du ein paar Live fliegst runter weg. Ende, ne? Nee, aber das ist mir so oft schon passiert, dass ich da wirklich. Ach, ich hab mich so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab's am Anfang unterschätzt. Ich hab mir wirklich am Anfang gedacht, Scheiße, Mann, Alter. Der hat ja weniger Rüstung als der Loxfell und brauchst nicht, ne? Ich hab den mal wegen dem Runtersegeln, und habe gleich die Eigenschaften durchlesen und ich 100% Fallreduzierung. Ey, geil. Ja, genau, habe ich auch gelesen. Aber dachte, brauchst du ja nicht den Scheiß, was ist denn das für ein blöder Umhang, ja? Dann bin ich in die Mistlands gekommen, dann weiß ich, habe ich gewusst, warum. Weil ich habe es vorher so gelesen mal, was der beim ich habe ein Tutorial-Video gemacht, das habe ich ja im Debug-Mode gemacht, bevor ich es dann erspielt habe, aber zwecks Aktualität und Schnellsein habe ich das Video vorher schon gemacht und habe mir das durchgelesen, aber den brauchst du eh nicht. Mistklumperzeug da. Scheiß drauf, ne? Und dann habe ich im normalen Spielen bin ich dann in die Mistlands gekommen. Dann habe ich gewusst, warum es den gibt. Gerade wenn du so mit so einem Gyal kämpfst.
Ja. Das ist so schön, dann springst du da oben vom Berg runter, um zu fliehen und brichst in die sämtliche Kreten. Ja, genau. Das war ich dann wirklich froh, dass... Da war ich dann froh, dass ich ihn gehabt habe, sagen wir so. Ja. Aber das habe ich zuerst voll verpeilt, muss ich sagen. Das habe ich unterschätzt, völlig. Das passiert mir aber manchmal. Den Fehler mache ich immer wieder, weil ich lerne nicht aus Fehlern, prinzipiell mal nicht. Und das ist einfach... Ich uroft in Spiel, ich sehe ein Item, denke mir, Beschreibung, ja, scheiße, brauche ich nicht. Punkt, abgehakt. Denkt man noch dabei dann aber, naja, hast schon oft gemacht, dann hast du es doch gebraucht. Denkt man dann wieder, ah, wird diesmal schon nicht so sein. Am Arsch. Jedes Mal passiert es mal wieder, dass ich es dann doch gebraucht habe. Ja, ich bin auch so eher so der Typ Learning by Doing. Ja. Ich merke es dann immer im Nachhinein, denke mir, ja, okay, ich hätte es doch brauchen können. Scheiße. Dann kommt irgendjemand daher und der kann dann klug sein und sagen, na, so war das aber nicht. Das ist ja wirklich, ich hab mir da ein paar Mal schon gedacht, das gibt's doch nicht, Alter, wieso? Ich reiß da mal kurz, du baust dir die Säulen auch neu auf, gell? Eine steht hier nicht ganz richtig, die anderen stehen schon ja nicht schlecht. Nein, die Runden da vorne mittig drin, meine ich. So, nee, die Beugen, also die kann ich auch nochmal aufbauen. Nee, ich hab mir gedacht, du willst da ein Eisen auch vielleicht auch reinstopfen. Also ich hab's mal probiert vorhin, mit den kleinen wird's echt müßig. Ja, passt, dann baue ich, dann baue ich's nämlich wieder auf. Ich habe jetzt eine abgerissen, weil ich Platz da kurz gebraucht habe. Ja. Dann baue ich's, weil sonst hätte ich's weglassen. Wenn du das aber eh dann auch so lässt, dann baue ich's wieder hin. Okay. Und dann mach ich's wieder drauf. Was wolltest du gerade, Sven? Oder wer war? Oder? Achso, Grüße. Bin wieder da. Hallo. Hey. Testi, wo kreist du rum? Ich bin hinter dem Haus. Ah, nee, ich sehe deinen Namen manchmal nicht, das ist weit weg, bis da ist er, ja? Kommst du mal rauf kurz? Ich brauch von einem Profi einen Design-Tipp. Ja, alles klar, gleich. Wir sind gerade auf der Leiter, ich bring noch die beiden Balken. So, jetzt komme ich rum. Ja, kannst du das. Profi bin ich jetzt schon. Wow. Ja, wenn ich mir deine Gebäude anschaue und alle, was solche Gebäude wie du da bauen, wie der Sücker, alle, was das machen. Und der Zeto. Ist jetzt alle Profis. Meine größten, schönsten Gebäude. Meine schönsten Gebäude könnt ihr sogar in die Videos, Alter, zu Valheim anschauen in die letzten 140. Da wird es keines finden, was ansatzweise so schön ist. Also, das ist mal lesen, wenn du da mit den Scheinwerfer hier schon rufleuchtest. Das ist schon cool, gell? Da, das meine ich. Was haltest du von dem? So ist Geländer. Ich habe mir nicht gedacht, das Glas ein bisschen Glas spiegeln und den Balken drüber, oder ist das eher nichts? Oh, kann man so machen. Ich weiß nicht, falls das ist, das halbwegs brauchbar. Ja, kann man machen. Weil ich weiß nicht, könnt ihr da, glaubst du, was anderes drauf machen? Weil der Holz, der Querbalken ist ein bisschen dick, aber einen dünneren gibt's, glaube ich, nicht. Nee, einen dünneren gibt's nicht. Also, nee, du kannst jetzt, sagen wir mal, so eine Palisade hier machen, das sieht auch immer nicht schlecht aus. Ja, geht auch, ja. Ich wollte aber nur unbedingt irgendwo Glas einbauen, deswegen. Ja, gut, dann geht's natürlich. Oh ja, das geht, das habe ich letztens gemacht. Ich kann in diese Dinge rein Glas bauen. Warte mal, reiß das mal weg. Was man noch machen kann, was natürlich auch, Warte mal. Hier, setz mal auf das drauf jetzt so. Das drum, was du gerade gemacht hast, dieses X. Oben geht das drauf, da rein? Also innen rein, oder? Innen rein geht das. Ja, ja. Dann bauen wir hier bitte links an den Pfosten bis ran, die Glas. So, was da? Er will nicht rein. Weil er sitzt eigentlich auch davor. Hallo. Hi Dave. Legend Diablo. Hi. Nee, er setzt das davor. Warte mal, ich soll mal da. Kann er da? Liegt aber nicht an meiner Bauweise. Kannst du hier reinsetzen? Versuch du mal jetzt rein, das einzusetzen. Hm. Geht aber schon. Oh, es geht schon. Das eine zumindest ist reingegangen. Theoretisch. Schau mal, das kann man, weil es jetzt nicht noch zerbricht, kann man das anscheinend irgendwie da parallel da reinbauen irgendwie, aber es ist ein bisschen beschissen da reinkommen. Naja, aber das hat auch den Effekt nicht. Nein, es bringt, das kann nichts, nein, das lassen wir wieder. Man kann solche Sachen machen wie, das habe ich, da habe ich mal eine Wand in meinem Haus gemacht. Es sieht hinterher schön aus,
ist aber eine Sisyphus-Arbeit. Das musst du zweit bauen. Der eine baut die senkrechten, der andere die waagerechten. Dann braucht man das immer umstellen. Genau. Und da, und da jetzt besser. Die Scheiben einsetzen, weißt du? Warte mal. Ja, ist schon so cool, also. Und dann hast du halt auch nicht so massiv, so ja. erdrückend wie hier drüben. Weil ja, das Glas macht nichts und der Balken macht alles, weißt du? Ja, aber das da, bei dem da, da finde ich, das ist das auch leider so. Diese Balken müssten halb so dick sein, dass wir Einfassung vom Glas nur sehen, wir Rahmen. Das ist so wuchtig, dieses Holzzeug. Außerdem ist das ja zum Beispiel, wenn es hier oben steht und nicht überdacht sein wird, ist es ja auch anfällig für Witterung. Na, das wird überdacht. Das kommt, das Dach ziehe ich von da hinten in einer Schräge nach oben in 26 Grad bis dann nach vorne. Ja. Das wird schon überdacht dann. Das geht sich auch raus, wenn ich mal eine Stütze rein. Ja, übrigens nochmal. Hallo Legend Diablo. Dich habe ich noch nie gesehen hier. Das ist mein Sohn. Hi. Also? Ja. Das ist der Wicked. Ich habe dir nochmal erzählt, ein Zocker. Wenn du was über Spiele wissen willst, frag den. Und ist auch am Server oder ist er nur im TS? Ah, nee, der ist nur im TS, der spielt anders. Ich bin nur im Discord Ding. Tatsächlich. Also, ja, und du bist in der Aufnahme. Ja, wie wunderbar. Wunderbar. Hallo Welt. Hallo. Darf ich meine Mama grüßen? Ich kann meinen Papa grüßen. Hallo Papa. Du kannst grüßen, wem du magst. Diejenigen sollen nur den Kanal nachher abonnieren, bitte. Und die Glocke aktivieren und einen Kommentar da lassen. Ja, genau, so ist wäre auch toll. So Kommentare wie erster nehme ich auch, ist kein Problem. Hast du den Regen bestellt hier? Nope. So. So, dann kann ich hier drauf mal weitermachen. Ja gut, jetzt haben wir das da angeschaut. Aber weil alles, was baumäßig möglich ist, also ich finde jetzt ehrlich gesagt eh nichts, was jetzt wirklich viel toller wäre, als wenn wir da irgendwie das so bauen, ne? Oder wir lassen es offen, dann so auf die Art, wie wer runterfällt, ist selber schuldmäßig, aber das ist auch nichts. Ich wollte sagen, dann musst du aber anders formulieren, wer den Umhang nicht anhat, ist selber schuld. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, klar. Wir könnten auch an der Kante entlang diese Bären fallen legen, wer reinrennt, ist selber schuld. Ja. Das ist nur ein Fallschutz, die fangt dich dann. Würde ich denn sagen, los, stopp, schade, erschlagen. Aber wir könnten die Pfähle machen, diese schrägen Pfähle zur Mitte zeigen lassen rundum. Das sieht natürlich auch irgendwie cool aus schon. Ja. Warte mal, ich hole mal ein bisschen was. Aufnahme rennt noch 2 Minuten ungefähr, werde ich es noch, dann werde ich es am abbrechen. Das ist jetzt nämlich genauso eine Aufnahme. Wir haben die ganze Board, aber ich habe eigentlich, vorweisen kann man nichts, aber jeder, weißt du, nur wenig, weil man eigentlich vieles davon, das deine Verstärkungssachen sieht man nicht wirklich. Und bei mir ist eigentlich nur, ich habe eigentlich ein Eisengitter im Kreis gezogen, ja. Aber dass die Leute, was das anschauen, die wissen ja wenig, die wissen ja, dass das ein Aufwand ist, das Platzieren und alles, ja, das ist ja das Schöne. Weil so wirklich vorweisen kann, ja gut, okay, wenn man ein Eisengitter habe ich jetzt im Kreis gebaut, das sieht man ein bisschen. Das ist optisch da, okay, ja. Aber wie soll ich sagen, du bleibst ja dann einen Augenblick, ne? Ja, ich laufe nicht gleich weg. Der Wirt läuft mir hoffentlich auch nicht weg. Ich meine, mein Beratungs Etablissement. Genau. Du hast ja da noch ein Meeting. Ja, das ist, wie nennt sich das? Wird einmal einer gesagt, das ist der Offline-Newsfeed von der ländlichen Gegend. Ja. Da kriegst du nämlich offline auch immer alles mit, was gerade passiert. Ja. Ja, ich weiß jetzt wirklich nichts, was wir da jetzt alles ranbauen. Ich habe jetzt alles probiert, aber irgendwie ist da nichts super Tolles dabei. Was haltest du denn von diesem kleinen Gitter? Ja, das ist auch schön. Das habe ich auch schon an vielen Sachen. Einfach ein kleines Gitter. Das wird dann auch, wenn das nicht überdacht ist, vielleicht rosten, aber das kriegt ja dann auch so eine natürliche Patina. So ein Gitter ist eigentlich das optisch das optimalste und aufdringlich, nicht so aufdringlich, weißt du, das trägt nicht so auf. Ich arbeite gerade mal an einer Reihe, nur ein bisschen was müsste man machen, wenn man es offen lässt nach oben, schaut es irgendwie leer aus, also platt. Leute, an die Videozuseher hier, ja? Ihr könnt es ruhig, wenn ihr dann eine super Bomben-Idee habt, wie das Ganze noch geiler wird, dann schreibt es das rein, ich sag's dann in Wackinger.
Ja. Nee, dann schreibt es rein. Wir sind ja offen für alle Ideen. Also wenn da irgendwas super Lauerndes kommt, gerne her damit, gell? The fuck, was ist denn da wieder? Da baue ich nur einen kleinen Zaun nebeneinander, bin selbst für das blöd. Scheiße. Gut, jetzt warte ich eigentlich nur mal, bis der Regen aus ist und dann höre ich die Aufnahme. Ja. Ja, weil Zeit ist schon genug jetzt von der Ding her. Aber es ist das Problem halt, ich kann jetzt nicht mal irgendwie ein schönes Abschiedsbild machen, wenn es regnet. Das ist einfach nur mies gerade. Aber ich freue mich schon. Ich komme dann später wieder mit leicht angeheiterter Laune und werde dann das Dach weiterbauen. Bis dann habt ihr das so verstärkt, dass du da schön frei arbeiten kannst. Ich mach so, cool. Ich hoffe, du bist dann noch da. Ja, schauen wir mal. Ich habe heute nicht vor Leuten ins Bett zu gehen. Ich mache hier am Rechner die leicht angeheiterte Laune. Ach, du machst das so, ja? Ja, ja. Oh. Irgendjemand hat mir meinen Hammer kaputt. Das erste Gläschen steht bereit. Stößchen, ne? Wochenende. Ja, Prostata. Hoch die Hände und so. Für manche Menschen ist heute Wochenende. Musst du morgen wieder rausgehen? Oh, da hört man jemanden, der arbeiten muss. Hast du heute Abend Nachtschicht wieder? Ich hab heute Abend nochmal Nachtschicht. Und morgen nochmal. Was machst du? Arbeite in der Pflege. Auf der Intensivstation. Ah, okay. Ah, meine, guter Mensch. Meine bessere Hälfte auch. Altenpflege. So. Habe ich vollsten Respekt vor solchen Leuten. Wir haben bei meinem Opa, bevor er heuer gestorben ist, mit 94 eine Pflegerinnen gehabt. Sie waren meistens Rumäninnen. Die waren total nett zwar alle, aber mein Opa war auch anstrengend. Er war ein Zeichtag. Reißen tue ich mich um die Arbeit nicht manchmal. Also Respekt, wenn man das aushaltet teilweise. Also mit alten Menschen so, wenn die Menschen so Demenz haben oder so, kann ich auch nicht. Also das klingt immer so hart, wenn ich das so sage, aber ich mag meine liebsten Patienten sind sediert und beatmet. Ich wollte gerade sagen, im Koma. Ist ja wurscht, wenn du dich drum kümmerst, ist ja okay. Ich kenne die ganzen Geschichten, ich habe selber im Altenheim auch gearbeitet, aber als Haustechniker. Und weil es da zur Sache geht, so kennt sowohl die Pflegeseite, so als auch die älteren Menschen, so wenn man sich mal mit denen unterhält. Ja, ich kann es auch verstehen. Meine Freundin arbeitet schon lange auch in dem Beruf und ich kenne die ganzen Geschichten auch. Das ist, ganz ehrlich, für mich, das ist ein Beruf, den muss man machen wollen. So, ich könnte das auch nicht. Ja. Das geht nur, wenn du das willst, ja, das stimmt. Also ich sag mal, alle Berufe, ob das ein Lehrer, ein Kindergärtner oder das ist, die mit Menschen arbeiten, da musst du auch das Feeling zu haben, weil sonst ist das schlecht. Ja. Naja, vor allen Dingen, also ich könnte zum Beispiel alten Pfleger nicht machen, weil ich ehrlich gesagt habe ich nicht Lust, so zwei Etagen mit 40 älteren Menschen für mich alleine zu haben und darauf aufzupassen, dass die ihre Tabletten nehmen, dass die alle frisch gepflegt werden und alles drum und dran. Das Pflegesystem ist mittlerweile so kaputt, dass das für eine Person nicht machbar ist, die den Hut trägt und dann wirklich nur noch studentische Aushilfen sind, welche mit einem Praktikum, Schüler, Aushilfen und was nicht alles. Und das funktioniert nicht. Selbst wir auf einer Intensivstation sind teilweise mit drei Patienten da, die alle schwer krank sind, sonst würden sie nicht auf einer Intensivstation alle leben. Ja. Willkommen, ich schätze mal, das ist Deutschland, ne? Ja, das ist Österreich ist genauso kaputt, das ist eh wurscht von daher. Wicket, guck mal jetzt deine Statik hier nach. Ja. Besser. Ja, besser, alles ein bisschen grünlich. Was? Nee. Die Balken sind. Ja, in der Altenpflege hast du auch. Welche Balken? Normalerweise sollte es so sein, dass du irgendwie vielleicht 10 Leute hast oder so. 8, 9, 10 Leute oder so morgens. Und du hast teilweise, ist schon gang und gäbe, dass du halt 20 Leute oder 25 hast, ne? Ja, stimmt. Alles blau, auch Omo, ja. Ja, dann schauen wir dann später, dass wir ein Dach raufbringen.
Schau, ich habe auch was gemacht. Das Hals von dem Eisengitter mit den Glassteinen dazu. Gefällt mir sehr gut. Aber irgendwas fehlt wieder oben quer drüber. Aber so ein dicker Balken ist zu viel. Nee, würde ich nicht machen. Ich würde das genau so lassen. Na, lassen wir das so. Gut. Ja, wie gesagt, verstärken kannst, so viel du willst von mir aus da machen, Ding. Ich will nur bei der die groben Umbauten, wie das Dach drauf, möchte ich in einer Aufnahme haben. Also sonst das kannst du dich da austoben, gell? Nee, alles klar. Ich wollte ja bloß, wie gesagt, ein bisschen bei der Stadt. Nein, ich will ja, dass du da, ihr könntest damit rumbauen. Ich will nur, ich hätte halt nur gern die großen Umbauten in der Aufnahme, weil bis jetzt habe ich vom Entstehen bis jetzt in der Aufnahme drin. Ich hätte halt gern den ganzen Entstehweg da, nicht, dass da ich hier zurückkomme und das Haus ist fertig, ne? Ja, genau. Das meine ich halt, das nicht. Sonst könntest du da merken, wie es wolltest du, kein Problem. So oder so wie ich, wenn irgendwas einfällt, so wie ich jetzt da das mit dem Gitter, dann machst du auf einer Seite irgendeinen Teil hin, wo du sagst, das rundum wäre schön, das können wir sich dann anschauen und dann sagen wir, ja, passt, machen wir oder nicht, ne? Ist ja kein Problem. Also, wie gesagt, ich bin da frei für alles, ich will es nur in der Aufnahme haben. Ja. Free for all. Gut, Leute, das war's dann, das Video ist vorbei. Heute mit vielen Leuten im Discord und. Ich hoffe, die Aufnahme hat funktioniert. Nee, also, jo. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ja, aber like, comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao. Könnt ihr auch Tschüss schreiben, wenn ihr wollt. Genau. Ciao, ciao.